Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Witcher 3. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und bei mir mega freuen und den Geralt übrigens auch. Sofern ihr das von entscheiden solltet. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. So. Entweder Monster oder Piraten. Eins von beiden. Hier sind viele Piraten, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, ist das ein Schiff? Könnte versteckter Schatz oder nee, es sind. Ja, versteckter Schatz ist es gut. Boah, wie viel Schaden ich mache. Einen Schlag hatte ich gerade. Boom, war weg. Ba-ba-ba-ba-bam. Das waren noch Zeiten. Man schmuggelte ein paar Flaschen Schnaps nach Oxford, verscheuerte sie an Studenten, verdiente sich eine goldene Nase und sie waren für den Unterricht gestärkt. Dann kam Radovid, machte die Universität dicht, verjagte die Studenten und brachte Ballisten am Ufer der Entstellung, die auf alles schießen sollten, was den Ponta hoch und runter schwamm. Schwäne eingeschlossen. Aber jede noch so dunkle Wolke zieht einmal vorüber. Gestern sah ich, wie unsere tapferen Soldaten ein Handelsschiff versenkten. Es sank mit Mann und Maus und mitsamt der Ladung. Schade um die Männer, aber genauso schade wäre es, wenn all die Waren dort unten blieben. Also werden Martin und ich sie nach oben holen, trocknen und verkaufen. Und vielleicht fällt hier am Ende auch was für meinen Topf ab. Yay, hier sind kaputte Schiffe. Ich habe irgendwie die Erinnerung daran, dass ich hier gestorben bin früher. Irgendwas war hier. Ja, ganz viele Ertrunkene natürlich unter Wasser. Lass mich doch mal in Ruhe. Der Level 10 ist schon nicht schlecht. Okay, ich hab's. Vorne auf dieser kleinen Insel, da war glaube ich auch noch irgendwas, oder? Ja, ich erinnere mich. Da war irgendwas. Ich glaube auch in den Schiffen, hier gibt es auch noch Sachen. Wenn man die Schiffe dann wirklich abschwimmen möchte. Das habe ich damals glaube ich gemacht, weil ich habe ja damals ja auch alle Zeit der Welt gehabt, seien wir mal ehrlich. Aber hier habe ich jetzt nicht die Zeit. Deswegen verzichten wir darauf. Banditen, Piraten, Personen in Not, also Sklavenhändler. Das hält er nicht durch. Stirb, Hundeficker. Ja. Hundeficker? Also wirklich mal. Ziegenficker wäre ja noch okay gewesen, aber Hundeficker, was ist denn mit dir los? Junge, Junge. Ich schlitz dich auf den Schwein. Komm schon. Sagte er übrigens 2 Sekunden, bevor ich ihn aufgeschlitzt habe. Das hält er nicht durch. Jetzt. Jetzt wird es wieder brutal. Der Kopf fliegt. Da, 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 da. Ich koche ihn noch mal ein bisschen. So. Ich muss nicht immer alles plündern, aber einmal kurz hier durchgehen. Ich werde jetzt nicht alles durchsuchen immer. Ob ich noch irgendwo was finde. Da vorne ist noch was, das nehmen wir noch eben mit. Aber wenn ich jetzt was vergesse, ist es halt so. So. Hallo, Kollege. Danke, Meister. Du hast mir das Leben gerettet. Ein Barbier. Wenn du mal durch Sandort kommst, sag Bescheid. Ich werde dich rasieren und einen Haarschnitt spendiere ich dir auch. Oh, ist doch schön. Ich bin relativ zufrieden mit meinem Haarschnitt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich mag den Zopf. Den hatte ich, glaube ich, damals auch.
Der Zopf ist schon was Feines. Der Zopf, ja. Der Pferdeschwanz. So ist es ja richtig. Ein Pferdeschwanz ist ja ein Zopf. Also. Es hat nur eine bestimmte Art von Zopf. Hinten am Kopf, zusammengeschnürt. Geralt mit so zwei Zöpfchen vorne. Ah, das war schon irgendwie süß. Gibt bestimmt mit einem Mod oder so. Ganz bestimmt. Für die weibliche Seite von Geralt. Banditenlager. Sag ich dir, hier gibt es viele Banditenlager. Oh, man kann mit dem reden. Schwör ab, solange du noch bei der Hand und bei der Eier. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Er gehört uns! Kopf ab! Wer sich mit Geralt anlegt, ist selber schuld, ne? Kann man nicht anders sagen. Selber schuld, wenn ihr euch mit Geralt anlegt, dann müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Ich wollte mit euch reden. Ihr habt es gesehen. Ihr seid meine Zeugen. Ihr auf YouTube und auf Twitch, ihr seid meine Zeugen. Ich bin hingegangen, habe gesagt, oh, mit denen kann man reden. Und wollte mit denen reden, ja? Also ich bin nicht schuld, dass das alles eskaliert ist gerade. Das ist nicht meine Schuld. Zielt auf seine Augen! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ja. Aua! Ja. Ja. Tötet, wenn ihr die Götter liebt! Meine Lieben, an die Arbeit! Wie viele Tote hier einfach sind, ne? Der hat seinen eigenen Kollegen erschossen. Da muss auch schon selten dumm für sein, ganz ehrlich. Ich mach dich kalt, niederträchtiger Mutant. Ist schon ein großes Wort von einem Piraten, niederträchtig genannt zu werden, ne? Gerade von jemandem, der Pirat ist. Mhm. Piraten sind ja bekannt dafür, überhaupt nicht niederträchtig zu sein, ne? Gestern haben wir eine Silberschale und einen Rubinbrosche auf den Grund gefunden. Königin Solikas Schatz ist also wirklich irgendwo dort unten. Vielleicht im Laderaum eines der Schiffswracks vor der Westküste. Aber wir können sie uns im Augenblick nicht ansehen. Zu viel Seegang. Wir müssen warten, bis sich das Meer wieder beruhigt hat. Wir schlagen ein Lager auf. So, dann schwimmen wir da kurz rüber, essen noch mal ein bisschen rohes Fleisch. Ich muss aber ganz kurz gucken gleich. Oh. Das sieht nicht gut aus, was da vorne ist. Ich wollte gucken nach, was wollte ich nochmal genau gucken? Ach genau. Ob wir besseres Essen haben als das, was wir die ganze Zeit essen. Rohes Fleisch essen ist vielleicht nicht so gut. Also gesundheitlich macht das scheinbar dem Butcher nichts aus, aber das heilt auch nicht super, oder? 10. Wärst du lieber mit sowas hier? Wirkt länger, heilt mehr.
Okay, ist das so eine Erscheinung oder ist das eine Mittagserscheinung? Die wir auf jeden Fall in der magischen Falle packen müssen. Das war doch nice. Wie muss man da reinkommen? Ah, hier rum. Also wirklich gelohnt hat sich das ja nicht. Da können wir jetzt recht rüber zu der Insel gehen. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dass auf der Insel was ist, was so stark für uns ist. Aber schauen wir mal. War das nicht auf dieser Insel? Doch hier wurde doch auf der Insel auch was angezeigt und nicht ein Fragezeichen. Hier ist aber nix. Hier ist überhaupt nix. Satz mit X. Boing. Das war wohl nix. Naja, kann man nichts machen, ne? Gehen wir wieder planschen. Auf geht's. Nochmal abspeichern. Ich will den ganzen Weg nicht nochmal schwimmen. Ein Hase. Da war ein Hase. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nichts. Ein bewachter Schatz. Ich glaube, hier sind Harpien oder sowas, ne? Kann das sein? Ne, ertrunken noch. Und wie habe ich mich erinnert an diese Gegend und dachte, hier wäre ein Harpien gewesen. Hier ist aber ein riesiger Wal, oder? Was ist das hier?
ist das? Ist das ein Wal? Das ist ein Wal, oder? Boah. Der wurde ausgenommen, der Wal. Oder er ist geplatzt. Bah. Naja. Zum Glück muss man das Spiel ja nicht riechen, nicht wahr? Stell dir mal vor, muss das Spiel riechen. Oh. Ich glaube, an der Stelle riecht es echt nicht gut. Aber wir können auch das hier nutzen, oder? Gegen die. Ja. Okay, habe ich mich richtig erinnert. Haben wir das Ding jetzt abgeschlossen hier? Ja, ne? Offensichtlich ja. Das war wirklich alles. Das war ja fast nichts da drin. Aber eine Sache war gut daran, an dem, was wir gerade gemacht haben. Ich habe mich gerade wieder erinnert, dass man die Typen mit der Armbrust abschießen kann unter Wasser. Und dass die einen Schuss scheinbar tot sind. Richtig gut. Das war gut, dass ich mich daran erinnert habe. Das macht einiges einfacher, glaube ich, in Zukunft. So. Da oben sind sowas von Piraten. Oder sind Monster. Es könnte auch ein Monsternest da oben sein, aber. Er ist ein Banditenlager. Das war so klar. Los, mir bleibt keine Wahl. Ich mach dich kalt, niederträchtiger Mutant. Der Bastard zaubert! Es geht nichts über Krieg. Die Redanier und Nilfgaarder gehen sich gegenseitig in die Gurgel und keiner achtet auf uns. Wir können rauben, überfallen und töten, bis es uns zu den Ohren raushängt. Aber das wird nie passieren. Eigentlich gehe ich in der Nähe bevölkerter Gebiete nie an Land, aber diesmal hatten wir keine Wahl. Unser Boot war seit dem letzten Sturm mit Wasser vollgelaufen und wir mussten es zum Reparieren an Land ziehen. Wir waren kampfbereit, als wir den Strand betraten, aber niemand versuchte uns zu verjagen. Hin und wieder kommt einer der Angeber des Barons zu uns, aber mit denen werden wir spielen fertig. Da wir es nicht besonders eilig haben, habe ich beschlossen, ein neues Boot zu bauen, statt das alte wieder zusammenzuflicken. Warum auch nicht? Wir sollten das durcheinander nutzen und solange es anhält. In der Nähe soll es eine Bootswerft geben. Das wäre genau das Richtige. Und solange wir auf unsere neue, unser neues Boot warten, schicke ich meine Männer aus, um nach Königin Zulikas legendärem Schatz zu suchen. Wenn der auch nur ein Zehntel dessen wert ist, was ich gehört habe, werden wir alle reich. Naja, ich zumindest. Und für so einen seid ihr gestorben. Für so ein Pisser seid ihr gestorben gerade. Oh oh, wir können nicht mehr laufen. Oh oh. Wir können nicht mehr laufen. Laufen ist nicht mehr. Wir müssen verkaufen. Andere Leute würden jetzt sagen, nee, du musst nur Sachen wegschmeißen.
Potato aber so, ich brauche Geld. Ich kämpfe auch so fett, wie ich bin, kein Problem. Aber Potato will alles haben. Potato braucht Geld. Unendlich viel Geld. Wenn ihr fragt, wie viel Geld. Unendlich viel. Alles. Alles Geld dieser Welt. Okay, es ist schon echt nervig, so langsam gehen zu müssen. Vor allem, weil wir gerade was suchen. Ein Schatz. Das hier könnte der sein, oder? Ja. Nee. Zählt doch nicht als der Schatz, aber vielleicht hier vorne am Feuer oder so. Ich will echt versuchen, kurz die Sachen wegzuschmeißen. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Wir haben den Schatz. Oh ja, oh ja. So schaut's halt jetzt mal aus. Wir hüpfen hier nach oben an. Ne, hüpfen ist nicht gut. Aber hier oben könnte auch noch was sein, deswegen müssen wir mal schauen. Oh, natürlich. Naja. Ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Ne, ich glaube, hier ist nichts mehr. So, hier läuft noch ein Fragezeichen in der Nähe, aber das ist natürlich dann blöd für uns, da kann man nicht hin. Wir können gleich nochmal zurückgehen. Wir holen mal ganz kurz Plötze. Plötze! Dein Herr ist ganz schön schwer und da musst du was verkaufen. Bitte trage deinen Herrn bis an den nächsten Schnellreisepunkt. Kommst du da durch, Plötze? Geht doch. So, Plötze, wir müssen los. Ja, ich weiß, ich bin sehr fett, aber ich nehme gleich wieder ab, keine Sorge. Wenn wir verkauft haben. Da verkaufe ich dir auch ein paar Äpfelplätze. Das hat gerade noch gefehlt. Ich brenne. Ach, wenn du nicht gewesen bist. Klingen vom Regen? So langsam, wie ich gerade gehe, wie sieht dann die Schnellreise aus? Was passiert gerade während des Ladebildschirms? Geralt läuft einfach im ganz normalen Gehschritt bis nach Krähenfels. Die Wolken müssen ja platzen. Ich bin so schwer. Guck mal, wie fett ich bin. Was kann ich für dich tun? Was für... Vor allem die billigen Sachen schnell verkaufen. Die hat 2924. Ich kann bei dir alles lassen hier. Bam, 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 bam. Alles verkaufen, gar kein Problem. Na gut, das wollte glaube ich nicht verkaufen, aber egal, jetzt habe ich es verkauft. Shit happens. Gut, gibt halt nicht viel Geld, aber ich kann bei ihr auf jeden Fall alles verticken. Deswegen nehmen Leute das irgendwie meist nicht mit, die Sachen, weil die geben halt nicht viel Geld, aber auch Kleinvieh macht Mist. Und ich habe sowieso so viel Inventarplatz, also soll mich das nicht stören. So. Ich überlege manchmal, ob ich das nicht einfach verarbeite. Das ist ein Meistergegenstand. Vielleicht sollte ich das reine Silber behalten, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben so viele Sattel und alles, ne? 45 Ausdauer, 30 Ausdauer. 35 Ausdauer. Weg damit. Weg damit.
Das könnte besser sein als das, was wir gerade haben. 30 Kapazität ist nicht besser als das, was wir haben. Gegenstand ist unverkäuflich, Neblingstrophäe, okay. Okay. So, dann noch das Schwert hier weg. Ah, die haben auch Gewicht, ne? Die Dinger. Ist noch bald weg, wenn ich ehrlich bin. Gut. Leb wohl. So, können wir wieder rennen? Du bist gleich wie ich. Willst du eine... Zack. Na, ein bisschen neues Geld hat er auch. Dann können wir bei ihm wenigstens einen kleinen Scheiß hier verkaufen. So. Na, ist doch gut. Auf Wiedersehen. Ach, das war hier vorne am Krachen, ne? Genau. So, dann geht's wieder zurück. War es schwer, das Untier zu erschlagen? Ja, geht so. Schneller. Das waren auch die Neckar, waren das hier? Nee, keine Ahnung. Oder waren das sogar diese... Keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall zur nächsten Markierung. Wie ihr seht, die sind alle so klein vom Level. Die können wir alle easy machen. Die hätten wir schon viel früher machen können. Aber wir kriegen auch mega viele gute Rezepte. Das muss man auch dazu sagen, ne? Also es lohnt sich schon mega, das zu machen. Ich hoffe, das hat sich gelohnt für die. So, können wir noch eine Runde Gewinn spielen mit denen. Das heißt, ein Händler, mit dem wir Gewinn spielen können. Sieht schlecht aus. Aber eine Nebenquest haben wir hier freigeschaltet. Aha. Weißt du, Hexer, was immer die Leute reden, ich werde dir nie vergessen, was du für uns getan hast. Woran denkst du? Ich denke daran, die Nebenquest zu machen, mein Guter. Daran denke ich. Ist nicht einfach. Hilf mir, Meister. Klar, gerne. Warum weinst du? Mein Verlobter ist in den Wald gegangen. Er wollte nach dem Falken gucken. Er kam nicht wieder. Irgendwas muss passiert sein. Ich habe ihn schreien hören. Doch ich hatte zu viel Angst, um nachzugucken. Ich gehe in den Wald und suche ihn. Danke. Ich habe Geld. Ich bezahle dich. Denn unsere guten Helfer in der Wildnis sind das. Das sind Monster. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Wölfe. Ja. Ah, Wildhunde sogar. Und die essen an der Leiche. Für die Frau. Wildhunde haben ihren Mann gefressen. Von unten gefressen werden, ist auch nicht schön. Aber so ist die Realität.
Naja, es ist ein Videospiel, aber damals war die Zeit so. Also, da konnten auch wilde Hunde einfressen. Hast du ihn nicht gefunden? Nein. Doch, hab ich. Doch, hab ich, aber nicht lebend. Sag's nicht. Ich sehe es dir ja an. Nein, ich möchte das Geld nicht. Das Geld. Ich kann das Geld nicht annehmen. Tut mir leid, dass ich ihn nicht lebendig zurückbringen konnte. Das Geld will ich nicht. Kann ich wenigstens eine Leiche holen? Das solltest du nicht. Es ist gefährlich. Aber wenn du es trotzdem tust, sie liegt bei den Fallen. Danke. Leb wohl. Mir kommen davon schon Splitter aus dem Arsch. Geht sie da jetzt wirklich hin? Der Part ist eigentlich vorbei, aber wir folgen ihr jetzt einfach mal, weil ich will sie auch beschützen, falls irgendwas passiert. Ich muss sie ja beschützen, das geht ja so nicht. Ich kann sie ja nicht alleine in den Wald laufen lassen. Auch wenn es nicht mal Teil der Quest ist, ich möchte es trotzdem sehen. Na, was glaubt ihr? Passiert irgendwas? Ach, du bist es. Sei gegrüßt. Und dann nimmt sie jetzt wirklich die Leiche mit? Wie weit gehen sie? Da sind wir doch gleich, oder? Ah. Ach, du bist es. Sei gegrüßt. Okay, sie geht nur hierhin. Das ist alles, was sie tut. Schade. Das ist ein bisschen schade, oder? Naja. Kann man nicht ändern. Ich brauche aber die nächste Markierung für gleich. Und dann, meine lieben Freunde, sehen wir uns wieder. Ah ne, hier ist noch ein Händler. Der könnte bestimmt Gwent spielen, oder? Habe ich das ausprobiert? Habe ich mit dem Gwent gespielt? Keine Ahnung. Wir haben heute einen Schmied, aber doch, mit dem haben wir Gwent gespielt, ne? Den wir befreit hatten. Na komm schon. So. Da können wir noch eine Runde Gwent spielen, im schlimmsten Fall. Aber noch ein bisschen den Part verlängert. Was? Ah, schade. Spiel kein Gwent. Zeigst du mir... Hat er denn ein paar Gwent-Karten im Angebot? Nö. Na gut. Okay. Dann war's das für diesen Part, meine lieben Freunde. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Rundstall. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Bis dann. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.